Zurzeit herrscht schlechte Wetterstimmung zwischen dem Stadtrat Markus Bertschiger und dem Gemeinderat Markus Weiersmüller. Er weiss nämlich, dass viele interessierte Menschen und Schliermer Bürger seine Vermutung teilen, dass der Zeitpunkt der Entscheidung, den Baum umzusetzen, kein Zufall war. Ja, man wird einfach effektiv den Eindruck nicht los, dass jetzt kurz vor den Wahlen man einfach ein brauchbares Resultat vorweisen will, im Hinblick darauf, dass gerade aus der Abteilung Bau und Planung in den letzten Monaten und Jahren verschiedentlich Entscheide getroffen worden sind, wo viele Mitglieder vom Parlament nicht gutiert haben und auch der Bevölkerung. Dass man genau jetzt den Entscheid getroffen hat, sage ich für den Stadtrat sicher kein cleverer Schachzug gewesen, zum Wählerstimmen zu gewinnen. Ja, das Leben hört nicht auf während dem Wahlkampf und wir müssen weiterarbeiten. Da jetzt in diesem speziellen Fall ist es so, dass wir halt Materie am letzten sind. Das heisst, bis erste Woche Februar muss der Baum entweder gefällt werden oder das, was wir jetzt machen, verschoben werden. Also haben wir jetzt müssen entscheiden. Obwohl der Baum nicht gefällt wird, hätten sich ein Haufen Bewohner und auch der Gemeinderat eine andere Lösung gewünscht. Dass man jetzt, nach 2 Jahren, diesen Entscheid getroffen hat, verärgert Markus Weiersmüller. Die Wünsche der Bevölkerung seien zum Grossteil nicht berücksichtigt worden. Vor über 7 Jahren wurde der Bevölkerung versprochen worden vom Projektleiter der Limmatalbahn, dass man auf die Wünsche der Schliermer Rücksicht nimmt. Wortwörtlich ist gesagt worden, es gibt keine Limmatalbahn, die wir nicht wollen. Und trotzdem haben wir jetzt verschiedentlich müssen feststellen, unter anderem im Spitalquartier, dass die Limmatalbahn gleich einfach so gebaut wird, wie die Baufirma und der Stadtrat das will. Für den Stadtrat ist klar, dass sie einen guten Mittelweg für die Blutbuche gefunden haben, auch wenn die Umpflanzung des Baums 160'000 Franken kostet. Wir haben immer gesagt, wir wollen das Private mitmachen. Das passiert jetzt. Und somit ist es eigentlich so ein Ausgleich zwischen zwei Gruppen von Volksmeinungen, sozusagen. Nämlich von denen, die sagen, der Staat soll nichts ausgeben, und von denen, die sagen, nein, der Staat soll unbedingt die Rotbuche erhalten. Die Bauarbeiten für die Limmatalbahn sind voll im Gang. Anfang Februar wird die Blutbuche versetzt. Dass ein Baum von dieser Größe umgepflanzt wird, hat es in der Schweiz noch nie gegeben.